Hallo, liebe BMW 3 Freunde und Freunde der Immobilität. Wir haben jetzt, heute ist der 30. März. Man sagt zwar von O bis O, sollen die Winterreifen drauf bleiben, aber wir haben jetzt seit Tagen 10, 12, 14, heute bestimmt 16 Grad. Und die Winterreifen radieren sich schon ein bisschen runter, bilde ich mir jetzt ein. Heißt also, wir werden heute die Sommerreifen drauf basteln. Jetzt habe ich gerade mal in das Bordbuch geguckt und festgestellt, ja, man darf das auch selber machen. Es gibt Radaufnahmepunkte unterm Auto. Das heißt, ich kann jetzt ganz klassisch, wie sonst auch, den Wagenheber ansetzen und die Sommerräder montieren und muss dafür nicht für 90 Euro bei BMW einkehren beziehungsweise auf einen Termin warten und kann jetzt am besten gleich heute Abend damit losdampfen, weil nächste Woche geht der Wagen zu Jürs, zur Firma Jürs, zur Nanoversiegelung. Und dann, wenn er dann am Freitag fertig ist, hat er auch schon gleich die wunderhübschen 20 Zoll Räder drauf und ist dann quasi im Sommertrim. Ja, ich nehme euch jetzt mal kurz mit auf einen Radwechsel. Ich gucke mir auch mal die Radhäuser an. Wie sieht die Bremse aus? Genau, und da nehme ich euch jetzt gerne mit und bin gespannt, was mich da jetzt erwartet. So, wir haben heute gefühlte 16, 17, 18 Grad. Und ich glaube, es wird auch nicht mehr sonderlich kalt, außer vielleicht manchmal nachts. Also werden wir uns heute den Sommerreifen widmen, die endlich mal drauf müssen, weil sich das Profil, es kommt natürlich gerade wieder ein Flugzeug, wenn ich was erzähle, weil sich das Profil doch auch nach ca. 8000 Kilometern merklich runter radiert. Ich gucke mir das gleich nochmal an, wenn die Felgen alle runter sind, wie viele Millimeter da noch da sind, um dann die neuen, noch nie montierten Sommerräder zu fahren. Okay, ich fange jetzt erstmal an, die eine Seite. So, jetzt wollte ich eigentlich hier mit dieser Konstruktion da drunter mal gucken, ob das passt, weil das ist nämlich eine Aussparung, die ist extra, oh Hilfe, also ich hoffe, die Kamera fängt das ein, das passt so ganz genau drunter, das ist nämlich für diesen Rangierwagenheber gemacht, weil der hat nämlich nicht das Profil, der BMW Aufnahme, deswegen kann man hier so ein Formteil kaufen, was genau in die Wagenheberaufnahme des BMW oder aller BMWs passt und dann aus so einem recht harten Kunststoff ist, gummierten Kunststoff ist, so dass sich die Wagenheberaufnahme oder dass der Wagenheber die Wagenheberaufnahme nicht umbiegt. So, das gucken wir uns jetzt mal an, ob das funktioniert. Schön ausmitteln und der Wagen hebt sich. Das ist schon mal gut. Tja, eigentlich wollte ich hier so eine Sicherung noch darunter bauen, aber das passt weder von der Höhe, ja, doch würde passen, aber es gibt im Endeffekt keinen Untergrund, wo man das noch drunter basteln könnte. Der trägt, also muss ich mir jetzt darauf verlassen, dass genau dieser Bereich trägt. Bitte nicht abschrecken lassen, dass das hier so umgebogen ist. Das ist eben flexibel einigermaßen, damit hier diese Kanten nicht kaputt gehen durch den Wagenheber. Ich probiere es mal so und hoffe, dass das alles so hält. Mal gucken, wie wir euch hinstellen. So, jetzt ist das Rad vorne rechts ab. Wir haben, gucken, ob man das noch sehen kann. Das ist nicht so einfach.
Das ist der, man sieht da unten den Bremsbelag, da sieht man ihn. Das ist der Bremsbelag. Der sieht noch sehr gut aus. Ich bremse ja auch nicht. Die Bremsscheibe sieht auch noch gut aus. Ja, vielleicht sollte ich einfach mal mehr bremsen. So. So sieht es im Rathaus aus. Ja, zu den die Winterreifen gucke ich mir gleich nochmal gesondert an. So, wir haben jetzt hier die Winterreifen in der schönen Schramme, gleich auf der ersten Fahrt, weil die Winterreifen noch so glibberig waren auf der Oberfläche, dass sie nicht richtig Grip hatten. Und hier die Sommerreifen, schon ein bisschen schicker, finde ich. Natürlich auch viele, die mögen das rein schwarze lieber. Wir gucken gleich mal, wie es im Vergleich zueinander aussieht. So, wir haben jetzt das 20 Zoll Rad drauf. Zwar ist das ein Bridgestone Ecopia. Wie heißt das Ding? EP500 in 175/55 R20 89T. Jo, Sternreifen, heißt also für BMW optimiert. Und macht mal so auf den ersten Blick einen schlanken Fuß. Ich mag die Version ja tatsächlich lieber als dieses Gesamtschwarze. Die gibt es ja auch nochmal in komplett schwarz, aber ich mag dieses mit diesen glanzgedrehten oder polierten, silberpolierten Oberflächen irgendwie schicker. Aber ist Geschmackssache, wie immer. So, dann lassen wir den Wagen mal wieder runter. Mal gucken, wie er in den Federn aussieht. So sieht das Rad aus, wenn es fertig eingebaut ist. Im Vergleich dazu das Hinterrad. Das ist natürlich jetzt schwierig zu beurteilen. Gut, das ist natürlich alleine vom Design her, ist das immer wenn ich spreche, kommt hier so ein doofes Flugzeug. Ist hier das Vorderrad schon durchaus schicker. Aber wie gesagt, ich finde bei den schwarzen Rädern sieht man zu viel Bremse, das ist einfach dann auffälliger, weil die Bremse dahinter so hell ist. Insofern finde ich, lenkt das Silber der anderen Felge schon ein bisschen mehr von dem Gemörkle dahinter ab. Das ist ja jetzt nicht wirklich so ästhetisch. Okay, dann mache ich mir jetzt mal ans Hinterrad. Die Hinterachse ist nun freigelegt, also hinten rechts. Ja, hier sehen wir die Abdeckung vom Range Extender. Vielleicht mal interessant, den Vergleich zu sehen, wenn sich das jemand beim Reifenwechsel anschaut, wie es beim Non-Rex aussieht. Bremsbelag. Ich hoffe, das kann man sehen. Finde ich auch sehr gut. Also jetzt nicht wirklich nennenswerter Verschleiß erkennbar. So, dann wollen wir jetzt mal die Sommerfelge drauf machen. Also man sieht auch hier ist noch die Flüssigkeit drauf quasi, das Fett, das Narbenfett, was da werkseitig drauf gemacht wurde. Also da werde ich erstmal nichts machen. Die Bremse sieht auch gut aus, hat kein Riefen, kein Grat, kein gar nichts. Also scheinbar ja, wenig bis selten benutzt. Ja. Gut, interessante Aufhängung. Okay, also jetzt das Sommerrad drauf. Und jetzt mal der Vergleich der beiden Räder. Ich hoffe, das kann man erkennen. Ist also schon ein ziemlicher Unterschied. 4 cm um genau zu sein. Wirkt aber deutlich mehr. Ich bin mal gespannt, wie sich das Bild dann von hinten verändert. Ich mache gleich nochmal ein Foto mit montiertem Winterreifen hinten links und montiertem Sommerreifen hinten rechts.
gucken, ob das überhaupt ausreicht. Die totale, wie es aussieht. Ja, wirkt ganz gut. Ja. Mal vom Wagen hier ablassen. Windig. Sieht das alles so aus. Hinten, vorne. Ja. Sieht richtig cool aus. Finde ich. Jetzt machen wir den ganzen Zauber noch auf der anderen Seite. Ach ja, ich wollte noch mal zeigen. Hier jetzt noch mal der Unterschied zwischen vorne und hinten, was jetzt die Spur betrifft. Ich fand, von hinten sieht das Auto immer ein bisschen witzig aus, weil es einfach viel zu schmale Reifen hinten hat. Also vom Design her. Und da passen diese Räder dann deutlich besser auch zu den 2 cm, die der Reifen weiter ausgestellt oder die Felge weiter ausgestellt ist. Doch deutlich besser. Gehen wir mal näher ran. Hier jetzt auch noch mal ein bisschen näher. Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu hell, dass man das wirklich gut sehen kann. Und hier, wenn wir mal hier unten sind, sieht man den Auspuff des Racks. Ja. Das versuche ich mir auch noch mal ein bisschen näher anzuschauen. Mal gucken, wie wir da rankommen. Gut, jetzt aber erstmal noch die linke Seite vervollständigen. Wir können ja schlecht mit einer Winterreifen- und einer Sommerreifenseite fahren. Hier nochmal im Vergleich die Seite mit den Winterreifen. Sieht so aus. Beziehungsweise von vorne gesehen sieht es so aus. Natürlich gerade wieder ein bisschen Sonne. So aus. Also ich muss zugeben, tatsächlich sieht das Schwarze nicht schlecht aus. Hier auch nochmal die Spur von vorne. 175er versus 155er. Wobei da finde ich der Unterschied tatsächlich nicht so sehr ins Gewicht fällt, weil das eben nur 2 cm sind, die man zwar erkennen kann, aber die sind nicht so dramatisch wie bei der Hinterachse. Okay. So, jetzt kommt die andere Seite dran. Das ist wieder der Aufsatz. Gut rein. Jetzt heißt es pumpen, pumpen, pumpen. Oh.
interessant, wie sich das hier oben verformt, ist aber nicht schlimm. Ist extra so konzipiert, dass sich das verformen kann. Das verformt sich hinterher auch wieder zurück. Ja, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ihr merkt schon, dass hier hinten noch Batterien und noch mal 150 Kilo Range Extender sitzen. Vor allem, sie wiegen nicht so viel. Jo. Diese Radaufnahme hier hat schon ein bisschen Korrosion, das mache ich gleich mal weg. Da ist auch kein Kommen noch, doch deutlich weniger Fett drauf. Wieso auch immer, so sieht's jetzt hier aus, mit vielen Öffnungen, damit der Rex, damit er die Hitze entweichen kann. Bremsen, Bremsbelag, auch gut. Auch hier, alles, noch nicht gesehen, alles glatt. Gut aus. Okay, so, ich mache mal kurz die Narbe ein bisschen sauber und dann montiere ich das Sommerrad wieder dran.
So, hier sieht man auch den Unterschied. Glaube ich ganz gut. 175 zu 155. Auch hier kann man erkennen, ist wieder ordentliche Bremsscheibe. Kein Grat, keine Rille, kein gar nichts. Ups. Kein Grat, keine Rille, kein gar nichts. Bremsbelag auch top. An. Kinder, machen Sie Spaß draus, mich die ganze Zeit zu erschrecken, weil ich ja versuche, hier was aufzuzeichnen. Finden die aber nicht so witzig oder nicht so spannend. So. Dankeschön, Seilenheber. Das hat wieder gut geklappt. Vielen Dank. So, fertig. Also auch die Seite fertig. Wunderbar. Ich finde, es sieht einfach nur gut aus. So, jetzt gucken wir uns mal noch das Profil an. Ich habe die Räder jetzt mal so hingestellt, wie sie am Auto waren. Das heißt, wir haben sechs Millimeter. Hier kann man es erkennen. Da 6 mm vorne rechts. Nochmal Referenzwert. 7 mm außen. 7 mm innen. In der Tat haben wir vorne links 1 mm mehr Profil, warum auch immer. Und hinten haben wir 6 mm und 6 mm, also hinten links auch 6 mm und hinten rechts 6 mm und ebenfalls 6 mm.
Das heißt, wir haben eigentlich überall 6 mm. Nur vorne links haben wir 7 mm. Warum auch immer. Okay, also fast gleichmäßig abgefahren. Und ich habe jetzt natürlich nicht die Reifen gemessen, als sie neu waren. Es werden dann 8 oder mehr Millimeter gewesen sein. Jetzt sind wir bei 6. Also bei 3x6 mm und einmal 7 mm vorne links. Ja, das heißt, ich kann sie noch eine Saison im Winter fahren. Passt.